Ja, also mich hat besonders fasziniert das eine dieser Bilder, die La Ville Entière heißt, die Stadt, eigentlich diese monumentalen Stadtszenerien auf einem Hügel, hier sehr entfernt, mit wenigen Details gezeigt. Aber es ist ja babylonische Städte oder griechische, frühgriechische Stadtanlagen auf Felsen. Dann aber im Vordergrund eine äußerst lebendige Krautschicht, wenn ich so sagen darf. Das ist für mich das Naturelement. Heute lesen wir das als Gegensatz, Stadt, Land oder Stadt und Natur. Und man weiß nicht recht, was eigentlich anziehender ist in diesem Bild. Ob man sich in diesem Krautfeld bewegen möchte und da sich vertiefen oder in dieser sehr entfernten Stadt, wo man sich wenig vorstellen kann, was für ein Getriebe da drin ist und was für ein Leben herrscht. Und hier ist ja dann noch das Symbol der Sonne oder des Vollmonds, ich weiß nicht, Sonnenfinsternis fast, beängstigend, auch eher kühl. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert, dieses Motiv, mit dem er sich mehrmals beschäftigt hat.